Schneller! Los, schon! Wer ist die Frau, die da am Boden liegt? Eine Auszubildende. Hat ein paar Erledigungen gemacht und als sie zurückkam, haben die Männer sie als Köder benutzt, damit der Juwelier die Tür öffnet. Mehr weiß ich noch nicht. Sie steht unter Schock. Okay. Ich nehme die Videos mit. Ist ein Festplattenrekorder. Ja. Hier. Sind 72 Stunden drauf gespeichert aus 4 Kameraperspektiven. Oh. Du musst das Gerät schon mitnehmen. Ja, besser als 72 Videokassetten. Was hast du da? 72 Stunden Überwachungsmaterial. Wow. Das ist bundesweit der 8. Überfall dieser Art in nur 3 Monaten. Ich habe durchgesetzt, dass wir die Sache übernehmen und ich erwarte, dass wir diesen Schweinen das Handwerk legen. Klingt gut. Aber für die Pressekonferenz sollten Sie noch ein bisschen an der Rhetorik feilen. Im Ernst, Frau Meder. Ich will, dass wir diese Raubserie beenden. Ob wir es hierbei mit den gleichen Tätern zu tun haben, kann ich erst sagen, wenn wir das Videomaterial analysiert haben. Wieso sollten es nicht dieselben sein? Es wurde noch nie ein Opfer erschossen. Es hat auch noch nie einer Widerstand geleistet, oder? Wir wissen, dass die Täter jedes Mal das Land verlassen. Also, wir müssen recherchieren und zuschlagen, wenn sie zurückkommen, um den nächsten Raub zu begehen. Ich denke, uns bleiben 1 bis 2 Wochen. Sonst noch was? Ich weiß, Sie mögen keine Ratschläge, Frau Meder, aber da wir es hier mit einer international operierenden Bande zu tun haben, könnte das eine oder andere vonnöten sein. Also, wenn Sie Probleme haben, scheuen Sie sich nicht, mich anzurufen. Donnerwetter. Herr Dr. Ried, Kriminaldirektor Uhlmann möchte mit Ihnen sprechen. Er sagt, es sei sehr dringend. Herr Uhlmann, was kann ich für Sie tun? Es tut uns sehr leid. Wenn Sie möchten, wir können jetzt gehen und morgen wiederkommen. Morgen? Wieso? Es gibt da noch ein paar Fragen. Fragen Sie ruhig. Ihr Mann hatte eine Pistole. Gibt es dafür eine Waffenbesitzkarte? Warum hat man ihn erschossen? Es gab eine Auseinandersetzung. Ihr Vater hat sich gewehrt und die Situation ist wohl eskaliert. Stimmt etwas nicht? Das ist sogar ein Waffenschein. Den bekommt man nur, wenn man ernsthaft bedroht ist. Mein Mann war Juwelier. Dürfte ich noch mal erfahren, von welcher Abteilung Sie sind? Kriminalpolizei, Frau Granzinger. Es war doch ein Raubüberfall, oder? Und jetzt muss ich mich rechtfertigen wegen einem Waffenschein? Nein, Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Wir bitten Sie nur um Auskunft. Wir müssen jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Auch die, dass es vielleicht jemand ganz gezielt auf ihren Mann abgesehen hat. Das ist doch absurd. Ich möchte Sie bitte nochmal um Ihren Ausweis bitten. Frau Meder, bitte gehen Sie. Hier sind 2 Pistolen und 2 Revolver eingetragen. Wir müssen die Waffen mitnehmen. Da fehlt ein Revolver. Der muss im Geschäft sein. Nee, da haben wir nur die Pistole gefunden. Ja, dann. Da muss er irgendwo anders rumliegen.
Jetzt nehmen Sie, was da ist und gehen Sie bitte. Hier. Die Täter agieren wie Profis. Sie haben ihre Handschuhe mit Tape an den Overalls abgeklebt, um keine Spuren zu hinterlassen. Ich habe mit Cem telefoniert. Am Tatort sind keine Fingerabdrücke, keine DNA. Bis hierhin stimmt der Tatablauf weitestgehend bei den anderen Fällen überein. Jetzt kommt der Unterschied. Die Täter wussten offenbar, wo die Kameras sind. Sind die Kameras normalerweise nicht zu sehen? Nee, drei sind versteckt hinter Spiegel. Entweder haben sie den Laden vorher beobachtet oder jemand hat ihnen gesagt, wo die Kameras sind. Schau dir doch noch mal das ganze Videomaterial an, ob sich irgendjemand auffällig verhalten hat. Achtung, jetzt guck mal genau hin. Da, der Mörder lädt seine Pistole jetzt erst durch, als der Juwelier den ersten Schuss schon abgibt. Die Waffe des Täters war gar nicht schussbereit. Er hatte vergessen, durchzuladen. Das glaube ich nicht, das sind Profis. Vielleicht hat die Pistole nicht funktioniert. Wie oft kommt denn das vor, dass eine Waffe beim ersten Schuss versagt? Selten, aber es passiert. Ja, aber es muss einen Grund geben, warum Granzinger so verrückt sein soll, eine Schießerei mit zwei bewaffneten Tätern anzufangen. Wenn du recht hast mit der Fehlfunktion der Waffe, vielleicht hat der Mörder hier schon zum ersten Mal abgedrückt. Genau. Und als es Klick macht, weiß der Juwelier, dass sie auf ihn schießen wollen. Er hat keine andere Wahl und muss zur Waffe greifen. Was ist, wenn der Überfall nur dazu diente, das wahre Motiv zu verschleiern? Ich meine, warum lassen die Täter den Großteil der Beute zurück? Also wenn sie von Anfang an vorhatten, ihn umzubringen, dann war es geplanter Mord. Wer sagt's denn? Entschuldige. Also bisher ist mir niemand aufgefallen, aber der Junge da, der sieht nicht aus, als ob er was kaufen wollte, oder? Das ist der Sohn des Opfers, Bernd Granziger. Steht scheinbar auf die Kleine. Er hat was. Der Juwelier hat einen Waffenschein. Ja. So etwas soll es geben. Das Ordnungsamt sagt, das BKA hat die Gefahrenanalyse erstellt, aufgrund derer der Waffenschein genehmigt wurde. Ich recherchiere das. Kostet mich einen Anruf. Oh, danke. Eine Frau Granziger hat sich bei mir gemeldet und sich beschwert. Sie war richtig aufgelöst. Wir haben ihr die Todesnachricht überbracht. Die Frau ist doch für den Fall nicht mehr wichtig, oder? Doch. Ein Revolver fehlt aus Granzigers Waffensammlung. Wissen Sie was? Darum kümmere ich mich auch. Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass Sie mir was verheimlichen. Das ist subjektive Fehleinschätzung, Frau Kollegin. Schade eigentlich, dass unsere Begegnungen immer durch solche Animositäten überschattet werden. Was Sie Animositäten nennen, ist schlichtes Misstrauen. Warum setzen Sie sich so für die Witwe ein? Was ist mit dieser Frau? Sie hat ihren Mann verloren. Ich möchte nur, dass wir das mit Respekt behandeln. Mehr nicht. Okay. Sie dürfen gehen. Verbinden Sie mich sofort mit Kriminaldirektor Ullmann. Am Tatort selbst waren keine Blutspuren, DNA oder Fingerabdrücke. Dafür aber ein Projektil von Granzigers Waffe. Es ist durch einen Täter durchgegangen. Die DNA war leider nicht im Computer gespeichert. Aber falls wir einen Verdächtigen haben sollten, können wir ihm die Tat zweifelsfrei nachweisen. Was ist mit der Tatwaffe? War die auch im Computer registriert? Ja, sie wurde allerdings noch nie bei einem Verbrechen benutzt. Aber vor 2 Wochen haben Anwohner der Moselstraße der Polizei Schüsse gemeldet. Das Einzige, was die Kollegen vor Ort fanden, war ein Loch in einer Mülltonne und ein Projektil aus der Waffe, mit der Granziger erschossen wurde. Moselstraße. Da hat sich bestimmt jemand auf dem Schwarzmarkt eine Knarre gekauft und wollte sie mal kurz ausprobieren. Da könntest du mal deine Kontakte nutzen. Wir brauchen einen Händler, der die Waffe verkauft hat. Okay. Das Opfer hatte eine Lebensversicherung. Die Alleinerbin ist die Ehefrau? Das dachte ich bisher auch.
Dann habe ich diesen Brief hier gefunden. Den hat Granziger vor etwa einem Monat an seinen Versicherungsmakler geschickt. Ich habe das überprüft, der Brief ist rechtsverbindlich. Es gibt noch jemanden, der vom Tod profitiert. Und wer? Yvonne Renneberg, die Auszubildende. Sie erhält 200.000 Euro. Das ist ein Viertel der Gesamtsumme. Ja, wir hatten ein Verhältnis. Wie lange schon? Etwa ein halbes Jahr. Sie sagen, die Männer waren plötzlich hinter Ihnen und hätten Sie mit einer Waffe bedroht. Warum haben Sie nicht um Hilfe geschrien? Sind Sie schon mal mit einer Waffe bedroht worden? Ich gehöre zu den Leuten, die um Hilfe schreien. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich... Es geht auch gar nicht darum, was wir glauben, sondern was wirklich passiert ist. Ich hatte Angst. Ich konnte nicht um Hilfe schreien. Die Männer haben mich zur Tür gezerrt und ich... Was werden Sie mit dem Geld machen? Ich habe nichts mit dem Überfall zu tun. Ich meine mit dem Geld von der Versicherung. Ihr Chef hat Ihnen 200.000 Euro aus seiner Lebensversicherung vermacht. Warum tut er sowas? Ich bin schwanger. Herr Granziger ist der Vater des Kindes. Alexander und ich, das war nicht nur eine Affäre. Wir haben uns geliebt, wirklich. Und das mit dem Geld, davon wusste ich nichts. Er hat es für sein Kind getan. Sag, was machst denn du hier? Ich interessiere mich für Mülltonnen. Besonders, wenn sie so kleine Löcher haben. Na dann, viel Spaß. Wart mal. Ich mache hier so ein kleines bisschen Lärm und ein paar Sekunden später schießt du hier auf der Matte. Mhm. Aber wenn ein Schuss fällt, will keiner was gehört haben. Tja, so ist das ja eben. Wir hatten ja neulich eine Waffe verkauft. Niemand. Mit der Waffe, die das Loch da gemacht hat, wurde ein Mensch erschossen. Weißt du, wir können es auch anders haben. Ich lasse die Bullen hier anrücken und versau euch dermaßen das Geschäft, dass die Mädchen woanders anschaffen gehen. Pass mal auf, Großmaul. Nur weil du eine Marke hast, musst du nicht einen auf dicke Hose machen, ja? Komm doch mal zum Boxen vorbei, ohne deine Marke. Ich weiß was Besseres. Wir vertragen uns, du schreibst einen Namen auf ein Stück Klopapier und ich spiel's runter. Wenn ich den Namen von dem Wichser wüsste, würde ich ihn dir sagen. Hier wurde keine Waffe verkauft. Sondern? Naja, der Typ hat ein bisschen Stress gemacht im Club. Auf jeden Fall hat er eine Knarre gezogen, hat damit in die Mülltonne geschossen und dann musste ich ihn laufen lassen. Er ist nicht mehr aufgetaucht, hat Hausverbot. Wenn der Typ Hausverbot hat, dann hast du doch sicher ein Foto von ihm. Klar. Genau das brauche ich. Und, was haben Sie für uns? Ich habe recherchiert. Es sieht so aus, dass der Juwelier schon mehrmals überfallen wurde, als er sein Geschäft noch in Berlin hatte. Deswegen hat das BKA auch eine Genehmigung des Waffenscheins befürwortet. Ich möchte, dass Sie das erstmal für sich behalten. Tun Sie nach außen hin so, als würden Sie in einem klassischen Raubüberfall ermitteln. Und halten Sie mich auf dem Laufenden. Hm. Ja, Dr. Ried hier. Ich hätte gerne Herrn Ullmann gesprochen. Ist mir egal, holen Sie ihn raus, sagen Sie, ihm ist eilt. Na, Pitt? Im Dienst? Ja. Hast du nicht trotzdem Lust? Ich muss diesen Typen hier finden. Hast du ihn schon mal gesehen? Ich geh noch mal zur Apotheke, ja? Halt durch, Junge. Wir bekommen unser Geld. Und dann beginnt ein neues Leben. Das verspreche ich dir. Ich schaff's nicht. Das packst du schon.
Ritt hier. Ich weiß jetzt, wo einer der Täter wohnt. Blumenthalplatz nähe Weberstraße. Ja, ich kenne die Straße. Bin gleich da. Seit wann wussten Sie von der Affäre Ihres Mannes? Welche Affäre meinen Sie? Der hatte zig Mädchen. Er stand auf die jungen Dinger und die auf sein Geld. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Ihr Mann gar nicht so reich war. Glauben Sie, die haben auf seine Kontoauszüge geguckt? Außerdem, was spielt das für eine Rolle? Wir glauben, dass Ihr Mann vorsätzlich ermordet wurde. Verstehe. Eifersüchtige Ehefrau. Alex und ich, wir hatten ein Arrangement. Wegen Bernd. Sein sensibler Junge. Wir wollten zusammenbleiben, bis er aus dem Haus ist. Jeder hatte seine Freiräume. Ich auch. War Ihre Ehe von Anfang an eine Zweckbeziehung? Wie meinen Sie das? Naja, haben Sie sich vielleicht auch von den Juwelen blenden lassen? Ich habe ihn geliebt. Mehr, als Sie sich vorstellen können. Dann muss es doch sicher sehr wehgetan haben, als er anfing, fremd zu gehen. Sie dachten sicherlich am Anfang, es sind ein paar Flittchen. Aber dann wird eine von ihnen schwanger. Wollte er das Arrangement aufheben? Und was wäre bei einer Scheidung für Sie rausgekommen? Doch auf keinen Fall 600.000 Euro, die Sie jetzt bekommen. Das ist doch reine Spekulation. Was Ihr Arrangement angeht, selbst wenn Sie eine Affäre gehabt hätten, ich glaube nicht, dass Sie damit glücklich geworden wären. Ich habe einen Termin beim Bestatter. Was ist mit dem Revolver Ihres Mannes? Haben Sie den mittlerweile gefunden? Nein, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Sie wissen, wo es rausgeht. Okay. Ich habe das Gefühl, sie lügt. Aber warum? Ich bin mir sicher, die hat ihren Mann geliebt. Aber das Arrangement konnte nicht funktionieren. Ja, Meda. Ich brauche eine Haltefeststellung. Frankfurter Kennzeichen VB8651. Aha. Okay, danke. Was war? Ich dachte, da beobachtet uns jemand. Aber war ein Firmenwagen. Ist das wahr? Seid ihr wirklich nur wegen mir zusammengeblieben? Ist ermordet worden, stimmt's? Mama, wenn du Hilfe brauchst, ich bin immer für dich da, egal was du getan hast. Du glaubst doch nicht, dass ich... Bernd, ich brauche keine Hilfe. Ich habe nichts getan, ich habe nichts getan. Das wird alles gut, glaub mir, es wird alles gut, alles. Schon kalt.
Kommissar Pitt Hartmann, wir bräuchten einen Leichenwagen zum Grünthalplatz. Dankeschön. Was glaubst du, war die Todesursache? Wahrscheinlich innere Blutungen. Und zum Arzt kommt er nicht? Jemand hat ihn gepflegt. Sieht aber nach einer ganzen Menge Arbeit für dich aus. Da haben wir schon was. Ja. Der Tote ist Michael Schubert und der DNA-Vergleich hat ergeben, dass er von Granzigers Projektil getroffen wurde. Einen der beiden Täter haben wir also, wenn auch nicht lebend. Der Fingerabdruck am Fenster stammt von Andrei Durov, 39 Jahre alt. Eine Großfahndung ist bereits eingeleitet. Durov hat 20 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Zuletzt 12 Jahre wegen Drogenhandel in Tateinheit mit Totschlag. Er gehörte zu einem Drogenring der Russenmafia in Berlin. Hast du sonst noch was gefunden? In der Wohnung nein. Aber ich war noch mal am Tatort. Eure Theorie, dass der Mörder eine Ladehemmung hatte, kann so nicht funktionieren. Warum? Wenn die Pistole eine Fehlfunktion hatte und man sie nochmal durchlädt, passiert das. Ah. Aber ich habe am Tatort keine intakte Patrone gefunden. Auf dem Video sieht man keine und der Mörder hebt keine auf. Also gab es keine Ladehemmung. Andrei Durov war mit einer nicht schussbereiten Waffe in den Laden gekommen. Du hast es geschafft, dass mein Vater dir 200.000 Euro vermacht. Ich bin schwanger. Es war allein seine Entscheidung, ich wusste nichts davon. Du bist ein mieses kleines Flittchen. Ich kann verstehen, dass du so von mir denkst. Ach ja? Kannst du das? Meinst du, ich habe nicht gemerkt, dass du mich magst? Aber Jungs in deinem Alter interessieren mich einfach nicht. So? Dich interessiert doch nur das eine. Komm, sag mir, was du von mir willst oder geh. Verrückt! Mitkommen! So, jetzt pass mal auf! Ich werde nicht zulassen, dass du meine Familie noch mehr zerstörst. Ist das klar? Ich habe meine Eltern vor ein paar Tagen belauscht. Es ging um Geld. Also, wie hast du meinen Vater erpresst, hm? Ich habe ihn nicht erpresst. Du lügst, verdammt nochmal! Wer waren die Typen, die meinen Vater überfallen haben? Ich schwöre, ich weiß nichts darüber. Wenn du es nicht warst, wer dann, hä? Ich werde nicht zulassen, dass die Bullen das alles meiner Mutter anhängen. Bernd, hör zu. Ich und dein Vater, wir haben uns wirklich geliebt. Das musst du mir glauben. Fest steht bisher nur eins. Der Juwelier hat die Schießerei angefangen. Es muss eine Verbindung zwischen Täter und Opfer geben. Anders ist das nicht zu erklären. Reed hat doch gesagt, der Juwelier sei mehrmals überfallen worden, als er noch ein Geschäft in Berlin hatte. Ja. 89 kam Granziger nach Frankfurt. Davor gab es keine Serie von Überfällen auf ein Berliner Juwelier. Das hätte im Computer abgespeichert sein müssen. Ist es aber nicht. Dann hat Dr. Reed gelogen. Diese Person hat eine Funkstreife gerufen, wollte ganz schnell zu Ihnen. Hier ist sie. Was ist passiert? Ben Granziger hat mich verfolgt und mich bedroht mit einem Revolver. Er gab mir die Schuld. Ben glaubt, ich hätte seinen Vater erpresst. Ja, haben Sie ihn erpresst? Nein, womit denn? Wie kommt der Junge darauf, dass sein Vater erpresst wurde? Er hat einen Streit seiner Eltern mitgehört. Wir müssen noch mal mit Frau Granziger reden. Hallo? Wer ist da? Bernd Granziger, der Sohn.
Wenn Sie mit meiner Mutter reden wollen, dann sollten Sie zuerst mit mir sprechen. Ich bin ab sofort für die Familiengeschäfte verantwortlich. Ich will mein Geld. Wie viel? Wie verabredet. 1 Million. Gut. Wo treffen wir uns? Auf dem Parkdeck. Parkhaus. Meisengasse, Ecke Börsenstraße. Morgen 14 Uhr. Alles klar. Ich werde da sein. Stellt mir euren Wagen nicht vor dem Haus ab, sondern irgendwo anders. Hier steht ein blauer Minivan. Überprüft den Fahrer. Wir gehen rein. Ich will nicht mehr. Ich habe Ihnen alles gesagt. Lassen Sie mich. Wer hat Ihren Mann erpresst? Und vor allem, womit? Das darf ich nicht sagen. Eins, zwei, drei. Polizei, rauskommen! Raus, raus! Was bist du für ein Vogel, hä? Zeugenschutz. Zeugenschutz? Ihr Mann war im Zeugenschutzprogramm? Hat Durov ihren Mann erpresst? Durov hat ihren Mann erkannt und er wollte das selber aus der Welt schaffen. Wie meinen Sie das? Der Überfall war doch fingiert. Durovs Waffe war ja nicht mal durchgeladen. Er sollte in Notwehr erschossen werden, richtig? Nein. Davon weiß ich nichts. Das glaube ich nicht. Warum erfahren wir erst jetzt vom Zeugenschutzprogramm und auf diese Art und Weise? So sind nun mal die Regeln. Außerdem war das mit Dr. Rie so abgestimmt. Beruhigen Sie sich, Frau Meder. Die Abteilung Zeugenschutz arbeitet geheim und das wissen Sie genauso gut wie ich. Anders geht das gar nicht. Kriminaldirektor Ullmann und ich, wir hatten eine Vereinbarung. Und damit unsere Ermittlungen behindert. Kommen Sie mir bloß nicht so! Sie haben keine Ahnung, was es heißt, einer Familie eine neue Identität zu verpassen. Und genau das wäre nötig gewesen, wenn wir die Geheimhaltung aufgehoben hätten. Außerdem sind wir von einem Raubüberfall ausgegangen. Schon vergessen. Seit wir Durovs Fingerabdrücke haben, wissen Sie, worum es wirklich geht. Wann wollten Sie mir die Wahrheit sagen? Die Gefahrenanalyse vom BKA, die Überfälle in Berlin, das war alles erlogen? Kranziger hatte nie ein Juweliergeschäft in Berlin. Er gehörte zu einem Drogenring der Russenmafia, genau wie Andrei Durov. Wie hat der den Juwelier gefunden? Das verrate ich Ihnen, wenn wir ihn haben. Wir? Sie und Ullmann? Oder Sie und wir? Die Abteilung Zeugenschutz übernimmt den Fall. Die sind auch für die Sicherheit der Familie zuständig. Wir können das gar nicht leisten. Sie benutzen die Familie als Köder. Und wenn Sie Durov schnappen, dürfen Sie sich den Erfolg auf Ihre Fahne schreiben. Lautet so Ihre Vereinbarung mit Kriminaldirektor Ullmann? Ried. Moment. Haben Sie etwas über Bernd Kranziger herausgefunden? Natürlich. Was meinen Sie konkret? Sein Aufenthaltsort. Nein. Nein. Sie haben den Jungen verloren. Wenn ihm etwas zustößt, verschaffe ich Ihnen und Kriminaldirektor Ullmann mehr Publicity, als Ihnen lieb sein kann. Darauf haben Sie mein Wort. Hast du das Geld? In der Hosentasche? Nein, im Wagen. Willst du mich verarschen? Denk daran, was mit deinem Vater passiert ist. Was habe ich eigentlich für Sicherheiten? Also, was bekomme ich für das Geld?
Deine Mutter hat dir nichts gesagt. Dann sagen Sie es mir. Schau mich an. Schau mich an. Du siehst deinen Vater. So war er auch mal. Ein genauso mieses Schwein wie ich. Nur, dass er keine Ehre hatte. Die Seiten gewechselt hat. Was tut mehr weh? Der Schlag ins Gesicht? Oder die Wahrheit über deinen Vater? Dein Vater hieß in Wirklichkeit Slavek. Und das Leben als Drogendealer hat ihm immer gefallen. Viel Geld auf der Tasche, Frauen bis zum Abwinken. Und wenn eine mal nicht wollte, hatte sie sich genommen. Schau mich an. Dein Vater war wie ich. Das ist nicht wahr. Und deiner Mutter hat dieses Leben auch gut gefallen. Wo ist mein Sohn? Sie haben mir versprochen, dass ihm nichts passiert. Wir finden ihn schon, keine Sorge. Wie sieht denn Ihr Plan aus? Kümmere du dich lieber darum, dass seine Reifen nicht quietschen. Pitt. Kann ich den Zettel noch mal sehen? Danke. Hätten Sie uns den Zettel früher gegeben, wäre das mit Ihrem Sohn vielleicht gar nicht passiert. Ihr habt's versaut, wir biegen's wieder gerade. Wenn wir es nicht wieder gerade biegen, verlierst du deinen Job, also halt gefälligst ein blödes Maul. Es geht diesen Menschen nur um Geld. Woher wissen Sie das? Wenn er Rache üben wollte, warum hat er das nicht schon längst getan? Ich will doch, dass meinem Sohn nichts passiert. Durov hat den jungen Ranziger in seiner Gewalt. Was will er? 1 Million will er. Ein Zugriff bei der Geldübergabe wäre zu gefährlich. Durov ist ein Profi, der rechnet damit. Gibt es irgendeinen Hinweis, wo der sich verstecken könnte? Nein. Irgendwelche sozialen Kontakte. Etwas, wo wir ansetzen können. Nur die Wohnung des Komplizen. Also gut. Sie hatten recht. Die Kollegen vom Zeugenschutz haben es vermasselt. Wir übernehmen den Fall. Definieren Sie wir? Wir wollen doch alle, dass dem Jungen nichts passiert, oder? Was haben wir für Optionen? Wenn Durov ein Handy besitzt und es auch eingeschaltet hat, dann kriegen wir ihn. Ich habe mir alle Daten der Handys geben lassen, die zu definierten Zeiten bei 2 bestimmten Antennen eingeloggt waren. Durov hat sich in Schuberts Wohnung aufgehalten. Wir kennen also die Antenne, wo sein Handy einmal eingeloggt war. Wenn er sein Handy beim Überfall auch eingeschaltet hatte, war es in der Goethestraße ebenfalls bei einer bestimmten Antenne eingeloggt. Wir müssen nur noch die Handynummer herausfischen, die in den letzten 3 Tagen sowohl in Schuberts Wohnung als auch in der Goethestraße eingeloggt war. Die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als ein Handy an beiden Orten zu der angegebenen Zeit da war, ist sehr gering. Da. Wir haben die Nummer. Jetzt können wir sein Handy per Kreuzpeilung orten. Herr Pamuk, Sie sind brillant. Manchmal. Nicht so Bescheid. Sven? Ja, ich habe die Nummer. 0164-3352-9931. 9931 ist richtig, ja. Warum dauert das so lang? Durov ist schon mal reingefallen. Er weiß, dass das seine allerletzte Chance ist. Und Sie glauben wirklich, dass mein Mann den Überfall geplant hat? Ja. Er wollte Durov erschießen, um Sie und Ihren Sohn zu schützen. Klar. Wir haben andere ans Messer geliefert, aber
Bevor mein Mann und ich ins Zeugenschutzprogramm gingen, da haben wir uns geschworen, für immer beisammen zu bleiben. Bis, dass der Tod euch scheidet. Daher das Arrangement? Nein. Alex hatte Affären, solange ich denken kann. Aber das hat nichts zu bedeuten. Für ihn nicht. Und für mich. Sie sind eine außergewöhnliche Frau. Da kommt er. Tja, Marita. Ich habe deinen Sohn. Idealer wird's nicht. Pitt, es geht los. Kümmer du dich um Durovs Wagen. Und Zugriff. Und damit das klar ist, wenn ich nur einen Bullen sehe, ist dein Sohn tot. Thomas, alles klar, die Aktion ist gelaufen. Der Junge hat höchstens die Nase gebrochen. Danke. Ihr Sohn hat eine gebrochene Nase, aber das wird schon wieder. Oh, danke. Vielen Dank. Es war Zufall. Ich habe ein Bild von ihm in der Zeitung gesehen und ihn erkannt. Auch wenn Slavik früher ein bisschen anders ausgesehen hat. Mit Slavik meinen Sie Alexander Kranziger? Ich wollte ihn nicht umbringen. Ich wollte, dass er für seinen Verrat bezahlt. 1 Million Euro. Für 12 Jahre meines Lebens, die ich wegen ihm abgesessen habe. Aber er hatte nicht so viel Geld. Er hat mir vorgeschlagen, seinen Laden zu überfallen. Ein Versicherungsbetrug. Die Idee hörte sich gut an. Aber Ihre Waffe hatten Sie nicht durchgeladen. Das war eine Bedingung von ihm. Weil seine Freundin mit im Raum war. Ich habe ihm das geglaubt. Können Sie sich das vorstellen? Er hat seine schwangere Freundin missbraucht, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Sie hätte dabei draufgehen können. Was für ein Schwein. Dieses Schwein wollte seine Familie beschützen. Aber ich glaube, das werden Sie nie verstehen. Danke, Herr Wallner, für alles. Ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Mein Sohn verliert alle seine Freunde. Ich darf nicht mal das Grab meines Mannes besuchen. Naja, ich darf nicht jammern. Ich hab's nicht anders verdient. Moment, nicht anders verdient? Ich bin nicht die, für die sie mich halten. Ich wusste genau, womit Alex damals sein Geld verdient hat. Und ich wollte dieses Leben auch so. Bis zu meiner Schwangerschaft. Da. Ein Kind verändert das Leben total. Schockiert? Nein.
Wären Sie in der Lage, mich zu finden? Bei dem Zeugenschutzprogramm ist alles streng geheim. Vielleicht werde ich Sie finden. Irgendwann. Wer ist die Frau, die da am Boden liegt? Eine Auszubildende. Hat ein paar Erledigungen gemacht und als sie zurückkam, haben die Männer sie als Köder benutzt, damit der Juwelier die Tür öffnet. Mehr weiß ich noch nicht. Sie steht unter Schock. Okay. Ich nehme die Videos mit. Ist ein Festplattenrekorder. Ja. Hier. Sind 72 Stunden drauf gespeichert aus 4 Kameraperspektiven. Oh. Du musst das Gerät schon mitnehmen. Ja, besser als 72 Videokassetten. Was hast du da? 72 Stunden Überwachungsmaterial. Wow. Das ist bundesweit der 8. Überfall dieser Art in nur 3 Monaten. Ich habe durchgesetzt, dass wir die Sache übernehmen und ich erwarte, dass wir diesen Schweinen das Handwerk legen. Klingt gut.
Aber für die Pressekonferenz sollten Sie noch ein bisschen an der Rhetorik feilen. Im Ernst, Frau Meder. Ich will, dass wir diese Raubserie beenden. Ob wir es hierbei mit den gleichen Tätern zu tun haben, kann ich erst sagen, wenn wir das Videomaterial analysiert haben. Wieso sollten es nicht dieselben sein? Es wurde noch nie ein Opfer erschossen. Es hat auch noch nie einer Widerstand geleistet, oder? Wir wissen, dass die Täter jedes Mal das Land verlassen. Also, wir müssen recherchieren und zuschlagen, wenn sie zurückkommen, um den nächsten Raub zu begehen. Ich denke, uns bleiben 1 bis 2 Wochen. Sonst noch was? Ich weiß, Sie mögen keine Ratschläge, Frau Meder, aber da wir es hier mit einer international operierenden Bande zu tun haben, könnte das eine oder andere vonnöten sein. Also, wenn Sie Probleme haben, scheuen Sie sich nicht, mich anzurufen. Donnerwetter. Herr Dr. Ried, Kriminaldirektor Uhlmann möchte mit Ihnen sprechen. Er sagt, es sei sehr dringend. Herr Uhlmann, was kann ich für Sie tun? Es tut uns sehr leid. Wenn Sie möchten, wir können jetzt gehen und morgen wiederkommen. Morgen? Wieso? Es gibt da noch ein paar Fragen. Fragen Sie ruhig. Ihr Mann hatte eine Pistole. Gibt es dafür eine Waffenbesitzkarte? Warum hat man ihn erschossen? Es gab eine Auseinandersetzung. Ihr Vater hat sich gewehrt und die Situation ist wohl eskaliert. Stimmt etwas nicht? Das ist sogar ein Waffenschein. Den bekommt man nur, wenn man ernsthaft bedroht ist. Mein Mann war Juwelier. Dürfte ich noch mal erfahren, von welcher Abteilung Sie sind? Kriminalpolizei, Frau Granzinger. Es war doch ein Raubüberfall, oder? Und jetzt muss ich mich rechtfertigen wegen einem Waffenschein? Nein, Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Wir bitten Sie nur um Auskunft. Wir müssen jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Auch die, dass es vielleicht jemand ganz gezielt auf ihren Mann abgesehen hat. Das ist doch absurd. Ich möchte Sie bitte nochmal um Ihren Ausweis bitten. Frau Meder, bitte gehen Sie. Hier sind 2 Pistolen und 2 Revolver eingetragen. Wir müssen die Waffen mitnehmen. Fehlt ein Revolver. Der muss im Geschäft sein. Nee, da haben wir nur die Pistole gefunden. Ja, dann. Da muss er irgendwo anders rumliegen. Jetzt nehmen Sie, was da ist, und gehen Sie bitte. Hier. Die Täter agieren wie Profis. Sie haben ihre Handschuhe mit Tape an den Overalls abgeklebt, um keine Spuren zu hinterlassen. Ich habe mit Cem telefoniert. Am Tatort sind keine Fingerabdrücke, keine DNA. Bis hierhin stimmt der Tatablauf weitestgehend bei den anderen Fällen überein. Jetzt kommt der Unterschied. Die Täter wussten offenbar, wo die Kameras sind. Sind die Kameras normalerweise nicht zu sehen? Nee, 3 sind versteckt hinter Spiegel. Entweder haben sie den Laden vorher beobachtet oder jemand hat ihnen gesagt, wo die Kameras sind. Schau dir doch noch mal das ganze Videomaterial an, ob sich irgendjemand auffällig verhalten hat. Achtung, jetzt guck mal genau hin. Da, der Mörder lädt seine Pistole jetzt erst durch, als der Juwelier den ersten Schuss schon abgibt. Die Waffe des Täters war gar nicht schussbereit. Er hatte vergessen, durchzuladen. Das glaube ich nicht, das sind Profis. Vielleicht hat die Pistole nicht funktioniert. Wie oft kommt denn das vor, dass eine Waffe beim ersten Schuss versagt? Selten, aber es passiert. Ja, aber es muss einen Grund geben, warum Granzinger so verrückt sein soll, eine Schießerei mit 2 bewaffneten Tätern anzufangen. Wenn du recht hast mit der Fehlfunktion der Waffe, vielleicht hat der Mörder hier schon zum ersten Mal abgedrückt. Genau. Und als es Klick macht, weiß der Juwelier, dass sie auf ihn schießen wollen. Er hat keine andere Wahl und muss zur Waffe greifen. Was ist, wenn der Überfall nur dazu diente, das wahre Motiv zu verschleiern? Ich meine, warum lassen die Täter den Großteil der Beute zurück? Also, wenn sie von Anfang an vorhatten, ihn umzubringen, dann war es geplanter Mord. Thank you.
Würden Sie bitte außen rum gehen? Wieso? Was ist denn? Wer sagt's denn? Entschuldige. Also bisher ist mir niemand aufgefallen, aber der Junge da, der sieht nicht aus, als ob er was kaufen wollte, oder? Das ist der Sohn des Opfers, Bernd Granziger. Steht scheinbar auf die Kleine. Er hat was. Der Juwelier hat einen Waffenschein. Ja. So etwas soll es geben. Das Ordnungsamt sagt, das BKA hat die Gefahrenanalyse erstellt, aufgrund derer der Waffenschein genehmigt wurde. Ich recherchiere das. Kostet mich einen Anruf. Oh, danke. Eine Frau Granziger hat sich bei mir gemeldet und sich beschwert. Sie war richtig aufgelöst. Wir haben ihr die Todesnachricht überbracht. Die Frau ist doch für den Fall nicht mehr wichtig, oder? Doch. Ein Revolver fehlt aus Granzigers Waffensammlung. Wissen Sie was? Darum kümmere ich mich auch. Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass Sie mir was verheimlichen. Das ist subjektive Fehleinschätzung, Frau Kollegin. Schade eigentlich, dass unsere Begegnungen immer durch solche Animositäten überschattet werden. Was Sie Animositäten nennen, ist schlichtes Misstrauen. Warum setzen Sie sich so für die Witwe ein? Was ist mit dieser Frau? Sie hat ihren Mann verloren. Ich möchte nur, dass wir das mit Respekt behandeln. Ja, nicht. Okay. Sie dürfen gehen. Verbinden Sie mich sofort mit Kriminaldirektor Ullmann. Am Tatort selbst waren keine Blutspuren, DNA oder Fingerabdrücke. Dafür aber ein Projektil von Granzigers Waffe. Es ist durch einen Täter durchgegangen. Die DNA war leider nicht im Computer gespeichert. Aber falls wir einen Verdächtigen haben sollten, können wir ihm die Tat zweifelsfrei nachweisen. Was ist mit der Tatwaffe? War die auch im Computer registriert? Ja, sie wurde allerdings noch nie bei einem Verbrechen benutzt. Aber vor 2 Wochen haben Anwohner der Moselstraße der Polizei Schüsse gemeldet. Das Einzige, was die Kollegen vor Ort fanden, war ein Loch in einer Mülltonne und ein Projektil aus der Waffe, mit der Granziger erschossen wurde. Moselstraße. Da hat sich bestimmt jemand auf dem Schwarzmarkt eine Knarre gekauft und wollte sie mal kurz ausprobieren. Da könntest du mal deine Kontakte nutzen. Wir brauchen einen Händler, der die Waffe verkauft hat. Okay. Das Opfer hatte eine Lebensversicherung. Die Alleinerbin ist die Ehefrau? Das dachte ich bisher auch. Dann habe ich diesen Brief hier gefunden. Den hat Granziger vor etwa einem Monat an seinen Versicherungsmakler geschickt. Ich habe das überprüft, der Brief ist rechtsverbindlich. Es gibt noch jemanden, der vom Tod profitiert. Und wer? Yvonne Renneberg, die Auszubildende. Sie erhält 200.000 Euro. Das ist ein Viertel der Gesamtsumme. Ja, wir hatten ein Verhältnis. Wie lange schon? Etwa ein halbes Jahr. Sie sagen, die Männer waren plötzlich hinter Ihnen und hätten Sie mit einer Waffe bedroht. Warum haben Sie nicht um Hilfe geschrien? Sind Sie schon mal mit einer Waffe bedroht worden? Ich gehöre zu den Leuten, die um Hilfe schreien. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich... Es geht auch gar nicht darum, was wir glauben, sondern was wirklich passiert ist. Ich hatte Angst. Ich konnte nicht um Hilfe schreien.